herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem ganz kleinen Flohmarkt-Haul, ohne Craft-Update diesmal. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich dachte, das gebe ich nochmal so ein bisschen zusätzlich rein. Ich habe ja gesagt, derzeit schaffe ich eher so ein Video pro Woche zu drehen. Das hat auch Gründe, werdet ihr noch demnächst sehen. Wenn euch interessiert, was ich jetzt so, und das ist das Interessante, glaube ich, heute für euch innerhalb von 4 Flohmärkten ergattert habe, dann bleibt jetzt dran. So, als allererstes möchte ich euch etwas zeigen, was mir meine Mutter tatsächlich mitgebracht hat. Meine Mutter besucht meistens die gleichen Flohmärkte wie ich. Ich habe diese Karten nicht gesehen, aber meine Mutter. Dementsprechend bin ich immer froh, wenn sie auch guckt und mir dann entsprechend solche Sachen auch ergänzend noch zukommen lässt. Schaut mal, das sind alles Karten so um 1906, 1910, 1920. Abgestempelt hinten. Das sind Karten, die auch verschickt wurden. Da ist an dem Stempel halt zu erkennen, dass die von 1906 war. Und die ist wunderschön in Kurrentschrift geschrieben und handkoloriert. Hier, also diese Blümchen sind per Hand da aufgemalt oder zumindest nachgemalt. Und ich finde, die sind einfach wunderschön, diese Karten. Ich kann mich an solchen Motiven wirklich nicht satt sehen. Ja, ich werde häufig mal gefragt, ob ich solche Sachen auch zum Download zur Verfügung stellen kann. Und ich muss das verneinen. Also ich bin nicht in der Lage, mir die Bildrechte für solche alten Karten zu sichern. Ich höre immer mal wieder von hier und da, aber die sind ja 100 Jahre alt. Ja, das heißt aber nicht automatisch, dass ich das für euch digitalisieren darf. Das ist relativ kompliziert mit den Rechten an solchen Bildern. Ich weiß, manche machen sich da ein bisschen einfach, aber ich kann das nur verneinen, dass man das einfach so ohne weiteres nutzen darf. Natürlich habe ich auch wieder einige Bücher bekommen, diesmal in sehr handlichen Formaten. Ich habe darauf geachtet, dass die Bücher auch wirklich für mich gut zu verwenden sind. Und ich mag diese kleinen Formate sehr, nicht wegen der Buchcover. Das sind ja jetzt recht schlichte und unauffällige Buchcover. Aber die Seiten, falls ich sie denn hier rauslösen werde, sind halt sehr gut erhalten, sehr stabil, wenn ich hier oben an den Kanten knicke. Und sie haben eine wunderschöne Größe, um sie einzubinden. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, ich werde diese Bücher tatsächlich erstmal so in den Schrank stellen, weil die halt so wunderschön erhalten sind. Also man sieht auch zwischendurch hier diese Ornamente, die da drin sind und ähnliches. Das sind alles nämlich Bücher von, ja, von 1899, von Erzählende Schriften von Heinrich Seidel. Und ich muss sagen, ja, die gefallen mir halt einfach sehr gut auch. Auch wenn das keine Prachteinbände sind. Aber schaut euch dieses Vorsatzblatt mal hier an. Gefällt mir halt wirklich sehr gut. Die sind sehr schön. Und mal schauen. So, zum Thema Update in meinem Shop. Ich habe noch so gut wie gar keine vollständigen Bücher aus meinen Schätzen eingestellt, weil ich erstens natürlich auch viele Bücher sammle. Und es hatte mir eine liebe Zuschauerin unter die Craftroom-Tour geschrieben, dass ich doch vergessen habe zu zeigen, wo meine alten Bücher sind. Ich habe das nicht vergessen. Ich muss dazu sagen, dass meine alten Bücher bei mir in einem anderen Raum stehen. Ich unterscheide derzeit noch nicht zwischen Büchern, die ich später in den Shop einstellen werde, und Büchern, die ich persönlich habe und für mich behalten möchte, auch auf Dauer, oder auch für mich ja benutzen möchte fürs Junk Journaling. Das kommt jetzt aber noch. Nachdem ich jetzt mein Bastelzimmer fertig habe, werde ich ja, mein Zimmer fertig machen, mein Lesezimmer sozusagen. Ich habe ein Esszimmer, ein ganz kleines, aber mit gut Stauraum in den Schränken für ja, Bücher. Und da habe ich derzeit alle Bücher, die ich besitze, drin. Und ich sortiere halt gerade aus für den Shop, was ich weiter nutzen möchte, welche ich als Buchpakete und Seitenpakete in meinem Shop anbieten möchte. Nur zur Erklärung, also ich werde das noch nachholen, zeige euch das dann, wenn das alles sortiert ist, vielleicht auch mal in so einer kleinen Roomtour, die ich dann vielleicht mit einem Flohmarkt-Haul oder so kombinieren werde. Das wäre jetzt mein Vorschlag, aber da brauche ich noch ein bisschen Zeit für. Nur damit ihr da Bescheid wisst, das habe ich nicht vergessen, denn die lagern bei mir auch nicht im Bastelzimmer, sondern in meinem kleinen Bücherzimmer/Esszimmer. Ja, und dann habe ich mich mega gefreut. Also ich habe dieses Gewicht bekommen.
Ist jetzt vielleicht nicht für euch so spektakulär, aber ich habe euch im letzten Flohmarkt-Haul gezeigt, dass ich Gewichte bekommen habe, die ich jetzt zum Papierbeschweren nutze und so weiter. Das waren diese drei hier. Die stehen in meinem Bastelzimmer und die benutze ich auch wirklich gerne, habe ich festgestellt, um Sachen zu beschweren, runterzudrücken, Papier zu pressen und sowas. Ja, und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass dieses Gewicht aus der Reihe tanzt und vorne jetzt nicht so eingeprägt hat oder ja, hervorstehen hat, wie viel Kilo das sind. Und ich habe tatsächlich jetzt das passende Gewicht hierzu bekommen, nämlich das 1-Kilo-Gewicht. Das gehörte hierzu. Das habe ich von derselben Frau erworben, die auch diese Gewichte mir verkauft hat. Und der Witz an der Sache war, dass sie das einfach dann hinterher erst bei sich gefunden hat und dann ergänzend verkaufen wollte. Und tatsächlich, ja, freue ich mich sehr, weil das dann jetzt zu meiner Dreier-Sammlung passt. Das benutze ich natürlich auch, ne? Keine Frage, ist ja auch genauso schön. Aber, ja, und ihr seht auch, das war ganz anders aufbewahrt als diese hier. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein schönes Set. Ich wurde gefragt, wie teuer die so auf dem Trödelmarkt eigentlich sein dürfen, wie viel die kosten dürfen. Dazu muss ich euch ganz klar sagen, ich kaufe die natürlich wesentlich günstiger als manch anderer, weil ich einfach darauf achte, nicht zu viel auszugeben, da ich das immer so ein bisschen geschäftlich sehe. Also auch wenn ich die jetzt für mich privat nutze, heißt das nicht, dass ich nicht denke wie ein Händler. Und ich würde nicht mehr als 3 bis 4 Euro pro Gewicht ausgeben. Ich weiß aber, dass im Internet viel, viel höher gehandelt wird damit. Und ihr macht sicher nichts falsch, wenn ihr ein bisschen mehr bezahlt. Auf gar keinen Fall. Je nachdem, wie alt die sind, sind die richtig was wert. Keine Frage. Aber ich persönlich bin ja ein Schnäppchenjäger und dementsprechend lasse ich dann Gewichte, die viel teurer sind, einfach liegen. Dann habe ich hier 3 Bücher bekommen, die ja geliebt wurden, sage ich einfach mal. Die sind jetzt nicht mehr in so einem super Zustand, dass ich sage, daraus mache ich jetzt aus dem Cover wirklich so, ja, nehme ich auseinander und kann das Cover komplett benutzen. Anteile sicherlich, aber ihr seht schon, hier sind Klebestreifen drauf. Zu Klebestreifen sage ich euch gleich noch was und gebe euch einen kleinen Tipp. Das sind aber auch sehr schöne alte Bücher. Einmal hier Theodor Fontane ist das. Ich glaube, da war keine Jahreszahl dabei, aber das ist auch ein Buch so um 1900, 1905 würde ich jetzt schätzen, so um den Dreh. Ich schaue da nochmal nach dem Datum richtig, aber es ist eine wunderschöne Frakturschrift. Es ist in einem tadellosen Zustand von den Seiten her. Das könnte wieder so ein Buch sein, was in Buchpaketen bei mir landet, also in Buchseitenpaketen, weil, wie gesagt, viel ist da nicht zu retten. Es ist wirklich ohne Schimmel, ohne Stock, hat eine gute Qualität von den Seiten her. Ich habe das tatsächlich schon gelesen, das Buch. Das kommt noch erschwerend hinzu, dass das nicht in meiner Sammlung so, wie es ist, landen wird. So, auch hier. Ne, ihr seht, das war von dem gleichen Verkäufer, von dem ich das abgekauft habe. Der hatte das ganz liebevoll ja wieder festgeklebt, weil er das schön fand. Ich bin immer dagegen, Klebestreifen zu verwenden. Könnt ihr euch ja sicher denken, weil das halt einfach mehr beschädigt als wieder gut macht. Ich hätte das halt dezent geklebt und dann vielleicht so ein bisschen ja unterlegt mit Gaze, mit so einem Gewebeband. Dann hätte das viel mehr gebracht. Aber ja, was soll ich sagen? Ne, macht halt nicht jeder so. Ich denke, das hat jemand dann gerne gelesen und sich das dann wieder so in den Schrank gestellt. Und ja, soll ja auch jedem selbst überlassen sein. Fakt ist, ja, hier sind 2 Bände von diesem Roman hier. Ihr seht schon, das sind wirklich so klassische Sachen, die super fürs Junk-Journaling einfach sind, um die auseinanderzunehmen. Ne? Beide Bücher, das ist jetzt noch ein bisschen besser erhalten, kann man sehr schön benutzen. Ja, und hier habe ich jetzt Bücher in einem sehr hübschen, kleinen Format mit einem sehr hübschen Prachteinband. Ihr seht, das ist vorne geprägt, hier ist so eine Frau abgedrückt. Wunderschön sieht man jetzt in der Kamera, glaube ich, nicht ganz so gut wie ich hier vor Ort. Ja, ihr seht hinten auch Goldrahmen geprägt. Sehr, sehr hübsch. Theodor Storm mit Ex Libris vorne noch drin gestempelt. Und ja, hier sind die Seiten schon etwas brauner. Ich würde sie persönlich jetzt vielleicht für Collagen im Junk Journal einsetzen, wenn ich denn die Bücher auseinandernehmen würde. Tue ich in dem Fall aber nicht, weil das sind Bücher, die erstmal in meine Sammlung wandern, weil ich einfach die Prachteinbände wunderschön finde. Von 1923 ausgewählte Werke von Theodor Storm in 3 Bänden.
ja, in drei Bänden. Und ja, ich finde die halt wunderschön. Und wenn ich die irgendwann mal verschenken sollte, dann werden sie auseinandergenommen für kleine Journals, die mir am Herzen liegen. Weiß ich aber noch nicht. Also das sind so Bücher, die finde ich einfach schön anzuschauen. Dann habe ich Musiknoten bekommen, etwas jüngere Ausgaben, aber auch etwas ältere Ausgaben. Ich habe den Namen hier mal abgedeckt, weil der noch relativ aktuell darauf geschrieben wurde anscheinend. Die sind super gebräunt. Bei Noten ist immer das Problem. Ich nehme die zwar gerne selber persönlich fürs Junk Journaling, aber die sind immer schwer, ja, weiter zu verarbeiten, weil man manchmal nicht merkt, wie brüchig die sind. Und ja, dann nehme ich natürlich solche Ausgaben, die etwas jünger sind, wo ich wirklich weiß, dass damit nichts passiert. Vielleicht mache ich dazu auch mal Pakete, weiß ich aber noch nicht. Erstmal sind das halt schöne Ausgaben für mich, fürs Junk Journaling einfach. Die werde ich selber auch zum Teil nutzen. Aber warum ich die euch überhaupt zeige, ist etwas anderes. Das habe ich gerade schon bei den Büchern so ein bisschen angedeutet. Die waren eingebunden mit einem Plastikeinband, die sich jemand beklebt hatte oder zusammengehalten hatte mit solchen Klebestreifen. Ihr kennt solche Klebestreifen sicher ja selber auch. Vielleicht habt ihr auch alte Bücher, bei denen sowas dann am Umschlag draußen dran war oder. Ich mache sowas tatsächlich ab. Das sind für mich wirklich kleine ja, Schätze, die ich dann in meinen Collagen verwende, weil nichts ist so authentisch wie so ein echt gebräuntes und ja, wirklich interessant gefärbtes Klebeband, was authentisch alt ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde die ganz toll, die man auch kaufen kann. Ich habe mir da kürzlich auch welche gekauft von. Aber zusätzlich dazu verwende ich auch sehr gerne alte Vintage-Objekte. Dann habe ich tatsächlich wieder ein kleines Highlight bekommen. Und zwar ein ja, Bügel. Ein altes, ich schätze, das ist Messing. Ich muss mir das noch genauer anschauen. Ich poliere das ein bisschen und schaue mal, wie sich das verhält. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl der Griff als auch der Korpus hier von diesem, ja, das nennt man Ochsenzungenbügeleisen. Ich bin mir sehr sicher, dass das wieder aufzubereiten ist und dass das tatsächlich beides Messing ist. Ich habe dazu schon ein bisschen recherchiert. Die sind sehr teuer. Ich habe das ja erworben für einen ja nicht so günstigen Preis wie meine anderen Bügeleisen, die ich so verkauft habe, auch wieder. Und dieses Bügeleisen schaue ich mir noch gut an. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von solchen messingfarbenen Bügeleisen. Ich mag diese Eisenbügeleisen, diese rustikaleren Bügeleisen lieber. Aber das hier ist dann schon so ein bisschen Sammlerstück. Also ich bin mir sehr sicher, dass das Ende des 19. Jahrhunderts ja, aus diesem Zeitraum ist. Und ja, ihr hört schon, das klackert da drin. Da drin ist nämlich was Besonderes. Man kann das hier öffnen. So, das ist so ein bisschen schwieriger. Ich drehe das mal so, dass man das in der Kamera erkennen kann. Das ist mit der Beleuchtung hier ein bisschen schwierig. Und hier drin hat das so eine Zunge. Die hat man früher ins Feuer gelegt. Meistens ist das hier aus Eisen. Ich bin mir sicher, dass es auch ein ähnliches Material ist. Also es ist auf jeden Fall ein Metallharnis. Das hat man dann im Feuer heiß gemacht, dann hier reingelegt, das Ganze geschlossen. Natürlich so, dass das sicher war, ne? Also das muss so ein bisschen einrasten hier. Das ist wichtig, dass das halt auch wirklich so drin geblieben ist. Damals natürlich war das wirklich kochend heiß. Ich glaube, das wird jetzt natürlich heute keiner mehr so benutzen. Das klickt dann da ein. Deswegen ist das auch so ein bisschen schwergängiger. So, und dann kann man das Ganze natürlich jetzt heute natürlich immer noch zum Bügeln benutzen, wenn man denn möchte. Ich denke aber eher an so einen Junk-Journaling-Bereich. Im Junk-Journaling-Bereich oder im Sammlerbereich denke ich eher daran, dass man den als Briefbeschwerer benutzt, beziehungsweise dann auch über sein Papier bügelt damit, wenn man es denn möchte. Es ist diesmal ein Objekt, was ich, wenn es denn in meinen Shop kommt, nicht für den gleichen Preis wie die anderen Bügeleisen abgeben kann. Dann habe ich hier eine schöne alte Schublade. Ich hätte Gelegenheit, häufiger sowas zu kaufen, bin ich auch ganz ehrlich, auf den Trödelmärkten. Aber ich habe nicht so viel Platz dafür. Die hatte jetzt meine Mutter mitgenommen für mich. Ich kann sie auch sehr gut gebrauchen, dadurch, dass das etwas schmaler ist. Ich das sehr wahrscheinlich hochkant mir an die Wand hängen werde. Und doch dann die einzelnen Holzstempel und so weiter, die ich habe, da reinpacken werde. Ich habe meist kleinere, also wirklich so Vintage-Sachen.
Ich überlege es mir aber noch. Ich denke, das werde ich dann hier auch ein bisschen mir zurecht machen in der entsprechenden Farbe, dass es bei mir ins Bastelzimmer passt. Und ja, ich finde diese alten Schubladen toll. Das sind meistens Schubladen aus so alten Apothekerschränken oder ähnliches, die dann solche Einlagen drin hatten. Manchmal gab es die auch in diesen Druckerei-Laden. Ich habe ja so eine alte Holzschublade euch auch schon mal im Flohmarkt-Tor gezeigt, wo ich dann diese Lettern drin hatte. Ja, ich finde die einfach total hübsch und diese werde ich definitiv bei mir auch irgendwo unterbringen. Wenn nicht im Bastelzimmer, dann vielleicht dekorativ bei mir im Flur oder ähnlich. Dann weiß ich nicht, ob ich die euch schon gezeigt hatte. Das ist eine kleine Dose. Die ist wunderschön und auch von meiner Mutter. Die hatte sie mir mitgebracht. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Das Leder, mit dem das hier überzogen ist, ist schon sehr beansprucht. Ich finde sie richtig, richtig hübsch. Mit diesem ja fast barocken Motiv hier oben vorne drauf. Und ja, innen drin ist sie ausgekleidet so, ne? Und sie hat keinen Geruch oder ähnliches, sondern ist einfach nur schön. Und der Verschluss funktioniert sogar noch. Nur man kann sie wirklich so öffnen, dass man da drauf drückt. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Bei so alten Schließmechanismen weiß man ja nicht, wie lange die noch gut halten. Und ich finde das auf jeden Fall sehr hübsch. Ich kann selber nicht so einschätzen, wie alt es ist. Aber es ist ein wunderschönes Stück und kommt bei mir in meine Vitrine. Ja, dann noch ein kleines Stückchen von meiner Mutter. Wie gesagt, das kann man ja zu meinem Flohmarkt-Haul gar nicht mit dazu rechnen. Das ist ja in unterschiedlichen Zeiten von meiner Mutter dazu gebracht worden. Aber das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil es ist ja auf den gleichen Märkten gefunden worden, die ich auch besuche. Ja, ich habe so einen kleinen Druckereistempel, sage ich einfach mal, so einen Stempelklotz mal von meiner Mutter bekommen. Den hatte ich euch auch noch nicht gezeigt, soweit ich weiß. Ich drücke ihn mal kurz hier ab. So, das ist so ein kleines Werbemännchen. Ich habe dazu auch schon ein bisschen recherchiert. Das war üblich, in Werbeanzeigen zu nutzen oder ähnliches. Ja, ihr seht, der rennt hier von einer Biene weg. Das ist ganz witzig. Oder von einer Wespe. Man weiß es nicht. Und hier steht die Frau, die die Rose bekommen sollte. Ich fand das so lustig. Diesen Stempel mache ich mir definitiv auch fertig, um ihn mir in so einen Setzkasten zu stellen, wie den ich euch gerade gezeigt habe. Diese Schublade ist natürlich hervorragend für solche Stempelklötzchen geeignet. Die kann man natürlich nicht anders aufbewahren. Ja, man möchte sie ja auch sehen, ne? So, da habe ich ein paar von in dieser Art und Weise, auch andere normale Stempel. Und ich finde es ganz sinnvoll, die dann auch schön auszustellen. Dann konnte ich zwei super schöne Bücher, ihr seht schon, alle sind irgendwie heute in einem ähnlich großen Format, ich weiß auch nicht, woran das liegt, konnte ich zwei ähnliche Bücher in diesem Art Nouveau-Stil ergattern. Wunderschön finde ich die. Ja, ich denke auch so um 1890, 1900 werden die entstanden sein. Ich gucke mal, ob ich eine Zahl hier. Gedichte 1844, erster Band steht hier. Ich glaube aber nicht, dass diese Ausgaben hier von 1844 waren. Das werden nur die Werke, sämtlichen Werke drin sein, die von Droste-Hülshoff sind. Gedichte 1844 auf jeden Fall. Ja, ich denke, oh, schaut mal, das ist sogar schön, so ein Brief zum Ausklappen hier. Ich klappe ihn jetzt mal nicht aus in der Ausgabe. Außen marmoriert hier, ne, am Schnitt, überall. Also ich finde die einfach schön. Das sind so Bücher, die nehme ich definitiv nicht auseinander. Die kommen in meine Sammlung, weil ich die einfach toll finde. Und vielleicht habe ich sie irgendwann über, weiß ich nicht. Aber das ist was für meinen Schrank. Ja, dann jetzt mal was ganz Modernes. Ich habe natürlich wieder jede Menge alte Schulhefte bekommen, die ich auseinandernehmen kann. Sowas, wie gesagt, habe ich euch schon so oft gezeigt in den Flohmarkt-Halls. Nehme ich immer mit, kann man immer gebrauchen. Papier wird bei mir einfach mitgenommen. So ist das, ne? Hier hatte schon jemand Religion draufgeschrieben. Das sind halt so Hefte, die kann man immer benutzen, ne? Und die habe ich auch immer irgendwie dabei bei den Flohmarkt-Halls. Dann gibt es hier ganz viele, ja, das ist Werbung ohne Auftrag hier, Zweckform, das ist ganz aktuell, gibt sowas auch noch zu kaufen. Die sind nur immer relativ teuer. Und das hier sind angefangene Blöckchen, Bücher, wie man es auch nennen mag, mit Belegen und so weiter. Sowas kann man super in Junk Journals packen, auch manchmal mit Kaffeefeuer einfärben, Rapport mit Nummer. Nur so als Tipp, was jetzt so diese Kellnerblöcke oder diese,
in Amerika diese Guest-Checks sind und so. Solche Sachen, Rechnungsblöcke und so weiter, sind natürlich fürs deutsche Junk-Learning super. Oder hier so erledigt Blöcke, ne? Klasse, von der Farbe her einfach, kann man immer super mitnehmen. Und ja, die sind alle so in dem Stil, so Quittungsblöckchen, dass man ja in verschiedenen Farben die einbinden kann. Das mache ich super gern. Ja, dann habe ich ein ganz besonderes Stückchen gefunden. Mag vielleicht nicht für so super Hygiene-Fanatiker jetzt so toll sein, aber ich fand die Verpackung einfach so super und ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ihr wisst, ich finde auch solche alten Verpackungen, die sprechen mich auch immer an. Das ist so eine Haarschneidemaschine. Ich schätze, die, ja, ich habe ein bisschen recherchiert, dass die so von 1920 oder 1930 ist. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ich werde da nochmal nachgucken. Hatte noch nicht viel Zeit dazu nachzugucken. Und zwar ist diese Verpackung schon großartig. Ja, und zwar Juwel, Haarschneidemaschine. Ja, irgendwie so professionelle Haarschneidemaschine. Hier drin auch, also da ist nichts Ekliges drin oder so. Ich habe die auch einfach mit in den Gefrierschrank gepackt, falls da doch irgendwas sich ja, Lebendiges hätte drin bewegen können, ist das auf jeden Fall tot. Hier vorne ist auch so ein Schutz noch drauf. Da kann ich mich jetzt auch nicht dran verletzen oder ähnliches. Ich finde, die sah sehr gepflegt aus. Das ist einfach nur eine alte Packung mit Alpenpapier. Da war jetzt kein Dreck großartig mit drin. Wenn, dann ist der Dreck eher auf den Trödelmarkt da reingekommen, habe ich so den Eindruck gehabt. Mit der Originalanleitung unten auch noch drin. Ich finde diese Verpackung einfach total toll. Und ich weiß auch, dass diese Maschinchen in dem Zustand, nämlich fast neuwertig von der Maschine her, tatsächlich auch immer noch so 25, 30 €. Darunter kriegt man die nicht, einfach wegen der tollen Vintage-Verpackung. Schaut mal hier so ein altes Schildchen auch noch drauf. Ich denke mal, das wird da so verkauft. Das ist so ein Verkaufsschildchen. Ja, dann habe ich jede Menge Deckchen bekommen, in unterschiedlicher Qualität, muss ich sagen. Ja, ihr seht, das sind natürlich dann auch wieder sehr moderne Deckchen. Ich persönlich finde das aber für so das ein oder andere Junk Journal super, sowas zu verwenden. Die lassen sich auch, wenn das jetzt keine Baumwolle, sondern eher Polyester ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass das 100% Polyester ist, die kann man super einsetzen und einfärben auch fürs Junk Journal. Ja, manche gebe ich davon bestimmt wieder in den Shop. Ich hatte da die Tage neue eingestellt. Die sind auch schon wieder zum Großteil weg. Und ja, ich hatte hier sowas, hatte ich glaube ich schon mal gefunden. Ich muss mal in meiner Schublade wühlen, ob ich da nicht schon ein zweites von habe. In größer, glaube ich, habe ich sowas schon mal gehabt. Ja, das sind dann echt hübsche Sachen. Da kann man super auf einem Cover zum Beispiel so ein Deckchen drauf machen oder so ein Embellishment drauf machen und dann ein Foto drauf. Ja, ich gucke halt immer, manchmal kann es natürlich vorkommen, die sind jetzt hier super gepflegt gewesen. Die habe ich von einer Dame gekauft, oder einen Großteil davon habe ich von einer Dame gekauft, die sehr gepflegt war, aber die hat die natürlich benutzt, ne? Und ihr seht, die sind zwar super, aber einige sind auch dabei, da sind einfach Kaffeeflecken schon drauf. Da muss ich halt immer gucken, wie ich damit verfahre. Es kann natürlich jetzt alles noch mal gewaschen werden. Ich werde da auch noch mit einem Bleichmittel oder so rangehen. Das mache ich mit allen Deckchen, die ich bekomme, auch erst recht, bevor die in den Shop gehen. Und dann bügele ich die auch noch eine Runde, nachdem ich die getrocknet habe. Und dann schaue ich die durch, ob die Flecken haben oder ob die jetzt so verstissen sind wie hier. Das ist so ein Deckchen, das wird bei mir natürlich nicht mehr in den Shop gehen. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich die eingefärbt habe mit Rostwasser und so weiter in einem Junk Journal Paket oder so, kann ich mir das gut vorstellen. Vielleicht auseinandergeschnitten oder nur die Blume dann, je nachdem, wie man das verwenden mag. Ja, dann habe ich hier so ein Band mit deutsche Tonkunst Chorgesänge gekriegt. Also ich weiß nicht, von wann das genau ist. Von 1927 ist das. Und ja, da sind auch ganz viele Noten drin und der Zustand ist auch recht gut, aber das Cover ist ein bisschen stockig. Ich friere es jetzt erstmal ein. Das habe ich noch nicht gemacht. Und dann gucke ich mal weiter. Ich gucke, dass da keine Sporen dran sind. Bürste die Seiten gut ab und dann gucken wir mal weiter, wie ich das verwenden kann. Dann habe ich ein sehr schönes Buch bekommen. Da finde ich das Cover einfach traumhaft schön von Mörike. Das ist auch, ich kann das super schwer einschätzen, von wann das ist. Ich denke auch so um
1900, vielleicht auch ein bisschen früher noch. Bin mir nicht ganz sicher, bevor ich was Falsches sage, sage ich gar nichts. Ihr seht schon, mit Illustration und hervorragenden Seiten. Schaut mal bitte. Ihr seht zwar, ne, hier ist irgendwie mal so ein bisschen was feuchter geworden oder die haben sich zumindest verzogen, die Seiten. Aber ihr kennt das, wenn man Papier dann nochmal auslegt und darüber streicht, das wird wieder komplett gerade. Das hat eine hervorragende Qualität. Da ist nicht ein Stockfleck drauf oder so. Finde ich richtig gut. Ich möchte das Cover nämlich unbedingt verarbeiten. Das ist so ein typisches Werk, von dem ich gerne das Cover benutzen möchte einfach. Und dadurch, dass die Bindung noch so schön fest ist und hier da nichts kaputt ist bis jetzt, möchte ich das vielleicht sogar als kleines handliches Journal verarbeiten. Mir kommen halt Ideen bei sowas. Und manchmal ist es schwer für mich zu entscheiden, welches Buch ich auseinandernehme und welches nicht. Ja, das ist immer ganz, ganz schwierig, aber die meisten Bücher gehen echt in meine Sammlung, ne? Man liebt halt wirklich Bücher und das ist dann schon schwer, sowas auseinanderzunehmen. Nur dazu, ja, da habe ich mich halt direkt verliebt und habe direkt das Journal dahinter gesehen, falls ihr versteht, was ich meine. So, ich möchte ja nicht, dass euch langweilig wird. Deswegen werde ich jetzt nicht jedes Buch einzeln zeigen, gerade nicht so die kleineren Bücher, die ich gekauft habe. Ich habe so ein Konvolut an kleinen Büchern hier liegen, jetzt einfach mal zusammengefasst. Hier ist es Andersens Bilderbuch ohne Bilder. Und das zeige ich euch jetzt insbesondere mal als erstes, weil das total niedlich ist. Erstmal ist da eine schöne Widmung in Kurrent drin. So, und dann, wenn ich das aufschlage, also ich habe das aufgeschlagen und dann fielen mir diese kleinen Bilder entgegen. Schaut euch das mal bitte an. Ist das nicht süß? Diese kleinen Schnipselchen waren da drin und ich habe dann direkt gemerkt, also das ist übrigens von 1914 das Buch, da hat jemand sich die Mühe gemacht und hier etwas rausgeschnitten, beziehungsweise nicht aus dem Buch rausgeschnitten, sondern hat das abgezeichnet und dann als, ja, als, weiß ich nicht, als was er das verwendet hat, also zum Basteln, zum Verschenken, einfach weil das schön fand, ich weiß es nicht. Hier sind so Scherenschnitt, ja, so kleine Scherenschnittbilder einfach drin. Und einfach mal wunderschön ist das Buch. Das werde ich nicht auseinandernehmen tatsächlich. Und hier hinten hat er oder sie, je nachdem, wer das war, ich weiß es ja nicht, an einer Stelle, ich finde sie jetzt, glaube ich, nicht mehr, das so abgepaust, durchgepauscht und dann ausgeschnitten. Genau, hier sieht man das. Seht ihr, das ist durchgedrückt mit Bleistift. Ich denke, dass da irgendwie ein Blatt hinter war, was dann vielleicht, ja, dass diese Figur nachgemacht wurde oder so. Finde ich total interessant. Man muss sich Bücher mal genauer angucken und weiß dann auch, ja, wofür die genutzt wurden und ähnliches. Ja, schaut mal. Ja. Auch hier ein kleines Büchlein. Ich glaube, die hatte ich zusammen erworben. Ich denke mal so aus der gleichen Zeit ungefähr. Schauen wir mal, ob wir ein Datum finden. Ja, nee, finden wir nicht, aber ungefähr gleich, denke ich mal. Wunderschön grüne Farbe, ganz toll. Ja, hier Carmen und andere Novellen. Das ist ein bisschen jünger, glaube ich. Also ich denke mal, ich schätze mal 1920, würde ich auch so sagen. Na? Na, hier steht im Jahre 1833. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das bezieht sich eher auf die Geschichte. So alt wird das Buch hier noch nicht sein, aber die Seiten sind auch sehr hübsch. Hier sieht man ein bisschen Stock. Ich gucke mal, wie ich damit verfahre und ob ich das dann vielleicht noch einsetze oder zurechtschneide und den Stock entferne. Ja, dann hier, ne, auch mit ein bisschen Stock vorne drin. Das sieht mir schon nach einer Buchkrankheit aus hier, wenn man solche Flecken hat. Meiner Erfahrung nach geht das immer weiter und greift auch auf andere Bücher über. Das werde ich aussortieren, das Buch. Da hatte ich wohl nur schnell einmal so in die Mitte geguckt und da war halt nichts zu sehen. Mal schauen, wie ich damit verfahre. Gucken wir mal. Auf jeden Fall alles sehr interessante kleine Büchlein. Und ja, hier. Ach, ist das hübsch. Die erste Geschichte von der Erfindung der Orgel. Und. Ja, ich bin mir nicht sicher, was das für ein Heftchen ist. Interessant. Duftpumpe, tralala. Ha, gucke ich mir noch mal richtig durch. Ich weiß nicht, was das genau ist.
Wie die Orgel erfunden wurde, keine Ahnung. Ich weiß auch manchmal nicht, was da, wo die herkamen, diese ganzen kleinen Heftchen. Das hier ist von 1947. Ich gucke mir das noch mal durch. Also Buch der Arbeit. Das ist natürlich dann auch etwas jünger. Deutscher Verlag für Jugend und Volk. Copyright 1922. Interessant. Ja, da werden dann so verschiedene Berufe erklärt. Interessant, interessant. Ja, also ich gucke es mir auch noch mal in Ruhe an. Hier so kleine Reklamheftchen. Hier auch witzig über Töchtererziehung und Levana oder Erziehlehre. Ich habe mir die noch nicht genug angeguckt, um zu sagen, was das jetzt genau für Bücher sind, von wann die genau sind. Also bin sehr gespannt. Ja, dann hier war noch ein Büchlein bei Wortblätter im Winde, Nachdichtungen japanischer Texte. Das fand ich einfach total interessant. Das scheint was Neueres zu sein. Aber das hat mich einfach so von dem Cover, von dem Einband her angesprochen. Auch von 1945. Ja, einfach total schön. Kann man sicher irgendwie verwenden. Und dann deutsche Gedichte, ne? Ein Gedichteband, jetzt auch nicht mehr in Fraktur geschrieben. Ja, das hier ist so ein Lesebuch, zur staatsbürgerlichen Erziehung. Von 1920 ist das Buch. Interessant, interessant alles. Werde ich mir alles nochmal genau durchgucken. Aber erstmal gehen meine Bücher jetzt in den Froster für ein paar Tage und frieren da nochmal ordentlich durch, damit mir nichts durch die Gegend wuselt. Ja. Jetzt komme ich noch mal hier zu einem richtigen Highlight. Also das war es auch gleich fast schon. Ihr habt vielleicht schon mal meinen Flohmarkt-Haul gesehen, in dem ich oder beziehungsweise ich habe schon mal meine Stempel gezeigt. Das war, glaube ich, gar kein Flohmarkt-Haul. Meine Stempel, die für Stoff und für Wände, also für Tapeten genutzt wurden. Und das hier sind richtig, richtig schöne Holzstempel. Die habe ich auf dem Trödelmarkt entdeckt und konnte nicht daran vorbeigehen. Schaut euch bitte mal dieses wunderschöne Pflanzenmuster an. Also ich glaube tatsächlich, dass das eher ein Tapetenstempel war. Also sorry. Wie kann man sowas auf dem Trödel liegen lassen? Super schön und die konnte ich nicht liegen lassen. Ich habe die für einen guten Preis bekommen. Und ja, schaut bitte mal auch dieses Muster. Sowas sind einfach wertvolle Einzelstücke. Sowas findet man nicht so häufig. Also mir gelingt es nicht, häufig sowas zu finden mit so schönen Strukturen und Mustern. Und ja, die möchte ich jetzt ungern abstempeln, um euch zu zeigen, wie das Muster aussieht. Ich werde die erstmal reinigen und schauen, dass die auch so ein bisschen versiegelt werden, damit da nichts dran kommt. Ja, hier sind natürlich ein paar Schadstellen. Das finde ich jetzt aber gar nicht so wild. Sie sind einfach nur schön und kommen in meine kleine Sammlung für solche Stempel. Und ja, irgendwann werde ich euch auch mal da in mein Wohnzimmer mitnehmen, zu meinen Vitrinen und zeige euch dann vielleicht das alles auch mal zusammen. Mal gucken. Ja, dann habe ich noch ein paar schöne Kurortbilder und ähnliches bekommen. Ihr kennt vielleicht diese kleinen Büchlein. Die gibt es dann immer so als ausziehbares Exemplar, zum Beispiel wie hier, wo verschiedene ja, Sehenswürdigkeiten drauf zu sehen sind und gezeigt werden. Meistens ist das zu Kurorten oder ähnlichem. Ich schaue mal kurz. Das hier war jetzt ja, Höhenluft-Kurort, Freudenstadt, 12 Bilder, schöne Ansichten. Ja, hier von der Wartburg, die kennt ihr bestimmt auch in Thüringen. Ich werde jetzt nicht alles mit euch aufmachen und zeigen. Also hier sind teilweise dann auch private Fotos reingepackt worden. Habe ich schon durchgeguckt ein bisschen. Aber die kann man natürlich sehr, sehr schön fürs Junk-Journaling einsetzen. Und ja, ich habe da eine große Sammlung an solchen Postkarten auch mittlerweile vorhanden. Mal schauen, auch wenn ich die alten Bücher halt in den Shop gesetzt habe, werde ich dann sowas vielleicht auch damit reinpacken. Allerdings halt vielleicht nicht diese jetzt hier, weil die habe ich noch nicht in einer ähnlichen Form. Aber da lasse ich mir was einfallen. Hier habe ich jetzt auch so Postkarten vom Goethehaus, da sind so Fotografien bekommen. Und ja, das war auch ganz interessant. Die sind auch schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, von wann hier steht drauf. Und ja,
Ich guck mal gerade. Nö, keine Ahnung, steht jetzt nicht drauf, von wann. Die sind aber schon ein bisschen älter. Das sieht man einfach und spürt das einfach vom Papier. Ja, interessante Sachen, die man schön ins Junk Journal dann einarbeiten kann, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Thema Goethe oder zu bekannten Schriftstellern, Autoren oder irgendwas in die Richtung ja, meinen Junk Journal mache. Ja, als letztes noch eine Kleinigkeit, bevor wir das Ganze beenden. Ich habe Spielkarten, alte, abgeranzte bayerische Spielkarten. Also das ist ja, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, bayerisches Blatt oder so. Keine Ahnung, habe ich bekommen. Ich muss sie nicht mehr so stark abranzen, weil sie jetzt einfach ja schon bespielt sind und gerne genutzt wurden, wie man sieht. Und ja, das ist dann natürlich eine super, genau, Schafskopf-Tarok ist das. Das ist natürlich dann super für mich fürs Junk Journaling. Die kann ich dann spitzenmäßig einsetzen und ich fand das witzig hier in dem alten, ja, in dieser Aufbewahrung und habe das nicht liegen lassen können. Sowas nehme ich dann mit. Das ist für mich 1A Junk Journal Material. Ja, ich hoffe, es hat euch heute wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Jetzt habt ihr ungefähr einen Überblick, wie viel ich in 4 bis 5 Wochen sammeln kann. Zusammen mit meiner Mutter, muss ich dazu sagen, weil ihr wisst, ich habe das jetzt auch hier immer dabei genannt, dass ich auch ein bisschen was von meiner Mutter dann immer bekomme, die für mich mitguckt. Und danke nochmal dafür. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Tschüss, ihr Lieben.